Ich denke, es ist unbestreitbar, dass du ja über die letzten Jahrzehnte die Fotografie in Deutschland geprägt hast, mitgeprägt hast als Fotograf, aber auch als Lehrer, als jemand, der die Fotografie vermittelt hat. Und niedergeschlagen hat sich das oder sozusagen dokumentiert ist deine Lehre der Fotografie in einer ganzen Reihe von Büchern. Das aktuelle Buch oder die aktuellen Bücher ist zum einen hier das Foto, Bildaufbau und Farbdesign, das schon, glaube ich, in der dritten Auflage erschienen ist. Und ebenfalls in der zweiten Auflage erschienen ist die Fotoserie. Neben vielen anderen Büchern, die nicht nur Wobei ja hier. das Foto ist ja jetzt die Essenz meiner beiden Erstlingswerke von 1979, 1969 und 1970, Bildaufbau und Farbdesign, damals noch bei Otto Meyer, die ja damals Fachbücher im Bereich vor allen Dingen von Farbe, Johannes Itten und so weiter, als auch dann durch mich über Gestaltung in der Fotografie gebracht haben als solches. Und kurz vor meiner Pensionierung hatte ich mir vorgenommen, die Bücher sind ja von 69 bis 94 waren die auf dem Markt. Und dann waren sie aber, ich bin 2001 pensioniert worden und habe mir dann vorgenommen, dass die Essenz beider Bücher mit den Erfahrungen, die ich natürlich im Laufe der 30 Jahre von der Ersterscheinung bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt dann hatte, dann die auch einzuarbeiten, gemeinsam in dem Buch das Foto eben zu bringen. Und das ist dann so quasi als Abschiedsgeschenk für alle meine Studierenden, alle meine Studenten, die im Laufe von 30 Jahren bei mir gewesen sind in der Und es sind, glaube ich, Hochschule. nicht nur deine Studenten, sondern es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der so in der Zeit Fotografie gelernt hat, der das Buch nicht kennt oder eben seine ersten fotografischen Schritte mit dem Buch an seiner Seite irgendwie Ja, das versucht hat. hängt sicherlich vor allen Dingen daran, an der, ich sage einfach mal, Neutralität des Buches. Die will nicht in eine bestimmte Richtung denjenigen, der das Buch studiert, schicken, dass man vorgibt, du sollst jetzt Modefotografie machen oder du sollst jetzt, sondern ist für alle Bereiche, egal wie man später die Fotografie anwendet, ist es die gestalterische und auch farbtheoretische Basis. Wobei das nicht als Rezepte verstanden werden darf, aber man sollte sich schon intensiv damit beschäftigen und anschließend verinnerlichen. Ich sage immer, das muss runter in den Bauch rutschen. Und man darf nicht mit dem Kopf fotografieren, ich suche jetzt nach einem Punkt, einem flächenbeherrschenden Punkt oder ich suche jetzt nach zwei Punkten, die in Konkurrenz zueinander sind oder sowas. All die Dinge sind ja da behandelt. Die sind beschrieben, dass sie bei der Wahrnehmung, beim Betrachten von Bildern dann wirken. Aber sie sind eigentlich nicht gedacht zum absoluten Nachmachen, sondern eher so, wenn man selber fotografiert hat und hat ein Bild, ein fertiges Bild vor sich und das Bild gefällt einem und man kann es nicht so ganz genau definieren, warum es einem eigentlich gefällt oder warum man das Gefühl hat, dass es so gut ist als solches, dann kann man dieses Wissen nochmal wieder hochholen und kann anfangen, aufgrund der Basis dieses Wissens das Bild zu analysieren. Warum wirkt das so gut, das Bild? Wobei es ja immer nur darum geht, dass das im Grunde, ja, ich sage mal, wie das silberne Tablett ist, auf dem das Motiv, der Inhalt eigentlich präsentiert wird. Die gute Gestaltung und die gute Farbgebung sollte eigentlich nicht allein für sich Sinn und Zweck sein, sondern sie sollen der Zweck sein, das jeweilige Motiv optimal zu präsentieren. Je besser die Gestaltung ist, je besser die Farbgebung ist, desto intensiver und schneller kann man den Inhalt erfassen. Ein Prinzip, was ich auch wirklich überzeugend fand, jetzt auch in den Büchern, aber auch in deinen Seminaren, hat mit dem Thema serielles Arbeiten zu tun. Also, dass man konzeptionell, dass man mit einem Projekt beginnt. Und vielleicht kannst du sagen, warum du das für eine Möglichkeit oder vielleicht für die beste Möglichkeit hältst, zu einer guten, gelingenden Fotografie zu kommen. Gut gelingt und vor allen Dingen sehr befriedigend. Das ist so das Tolle, Genau, weil ja. wenn ich also jeder, der irgendwo
jetzt mal, ich gehe einfach mal vom Spaß aus und von dem Hobby aus als solches. Jeder, der sich also der Fotografie als Freizeitbeschäftigung oder sowas verschrieben hat, der ist natürlich stolz drauf, wenn er mit einem tollen Foto eine Medaille gewinnt oder eine Auszeichnung oder einen Wettbewerb und so weiter. Und das bezieht sich in der Regel ja auf Einzelbilder. Und dass einem solche Einzelbilder gelingen, die dann diesen Erfolg haben, ist nicht allzu häufig. Und somit ist auch das Glücksgefühl etwas bekommen zu haben, hält sich dann auch in Grenzen. Und ich habe den Anschluss hat eigentlich, glaube ich, 1969, 68, 69 irgendwie so herum der Beginn mit der 6x6-Kamera gegeben. Ich habe damals eigentlich, weil ich so ein zweites Standbein haben wollte mit 6x6-Bildern in Agenturen, damals wurden Kleinbild noch nicht genommen in Agenturen, hatte ich gedacht, ich versuche jetzt mal ein paar 6x6-Bilder zu machen, die eben dann doch hoffentlich irgendwelche Kunden über eine Farbbildagentur oder sowas erreichen. Und als ich angefangen habe, dann hat mich das Quadrat so fasziniert und vor allen Dingen die Einfachheit, dass zum Beispiel ein Kreis so wunderbar ins Quadrat reinpasst, das hat mich so fasziniert, dass plötzlich meine ersten Filme, die ich mit 6x6 fotografiert habe, lauter Bilder von Kreisen waren. Gullis und alles, Räder, alles, was rund war. Und das war im Grunde, glaube ich, so fast die Geburtsstunde für mich, wo ich sagte, Mensch, das Serielle, das Miteinander. Und das Schöne ist daran, wenn man zwei Bilder nebeneinander, drei Bilder, vier, fünf oder mehr nebeneinander, die das gleiche Gestaltungsprinzip haben, dann fängt man an, die einzelnen zu vergleichen und sagt, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen denen? Mhm. Manchmal ist die Farbe, manchmal ist das Objekt an sich, aber vor allen Dingen manchmal sind es auch nur sehr feine Unterschiede. Also der Blick wird auch geschärft für das Erkennen von Unterschieden als solches. Und das war für mich die Geburtsstunde eigentlich der Start der seriellen Fotografie. Ich bin ja dann wieder weg von der 6x6 und war glaube ich 1973 dann, weil ich einen Auftrag bekam aus der Industrie mit Kleinbild, ein Buch zu illustrieren als solches, Anwendung der verschiedenen Objektive zu zeigen, kreativen Möglichkeiten. Mhm. Und dann hat mir das aber so einen Spaß gemacht, nach vergleichbaren Ähnlichkeiten zu suchen. Und dass eben sich das entwickelt hat, dass das dann, jeder kennt es, zum Beispiel Fenstertüren und Fassaden. Jeder, der anfängt zu fotografieren, irgendwann fotografiert er ein paar Fenster oder ein paar Türen oder Ähnliches. Da kommt keiner drum rum im Grunde als solches. Nur die meisten bleiben dann nicht dabei bei dem Seriellen, während ich das dann also kultiviert habe. Ich habe an die 250 verschiedene Themen, zu denen ich gesammelt habe. Und das Schöne ist eben, wie gesagt, ich habe den Spaß schon mal erwähnt bei der Fotografie. Das Schöne ist dann gewesen, wenn man zu einer Reihe von, sag einfach mal Fenstern, ja, man hat eine Reihe von Fenstern und kriegt nochmal zwei, drei dazu. Und dann vergleicht man natürlich die alten, die man hat. Und dann sieht man, ach guck mal, die neuen, die ich da gemacht habe, die sind ja noch besser. Und dann kann ich von den älteren, die nicht ganz so gut sind, kann ich was kippen und habe dadurch meine kleine Serie verbessert. Und je mehr ich dann mache, umso besser wird eigentlich so eine thematische Serie auch. Und jedes Mal, wenn ich ein schönes Objekt finde, dann kommt so eine schöne, nette, kleine Freude auf, ne, die natürlich größer ist, wenn ich ein super Motiv finde. Das ist klar. Das darf man dann auch nicht, wird man dann auch nicht übersehen. Ne? Ja, ja, das muss aber auch nicht seriell sein. Aber ich denke auch, dass es auch den Blick schult, also diese Möglichkeit, sich zu konzentrieren auf ein Thema, auf eine Form, auf eine Farbe, auf ein Thema, daraus ein Projekt zu machen, schult das Auge, schult auch die Achtsamkeit. Man geht eben anders vor und ist eben, denke ich mal, anders konditioniert als Fotograf, zumindest für die Zeit des Projekts, was also wie die Aufmerksamkeit eben auch. Ja, das hat mir kürzlich erst wieder Teilnehmer meiner Seminare aus der Alten Akademie in Dortmund erzählt. Plötzlich bin ich konfrontiert mit so einem Thema und dann habe ich ein paar Dinge entdeckt dazu und plötzlich sehe ich das nur noch. Also wenn man dann wirklich einmal sensibilisiert ist in diese Richtung, dann sieht man plötzlich fast an jeder Straßenecke irgendwas, was zu diesem Thema dann passt. Zurück zur Technik. Du bist sozusagen in der Wolle gefärbter Farb
diapositiv Fotograf, analoger, also analoges Filmmaterial gewohnt. Kleinbild, das Kleinbild-Dia, Kodachrom, da warst du einer der Ersten, die wirklich künstlerisch auch mit Kodachrom-Filmmaterial gearbeitet haben. Jetzt gab es diesen Shift, digitales Arbeiten. Was ist für dich der Unterschied? Eigentlich gar kein. Das Endergebnis soll ein gutes Bild sein. Wie der technische Weg dahin hinging. Ich habe also meine Arbeitsweise, es war ja klar, dass man in analogen Zeit, gerade beim Farbdia, ich habe es gehasst, wenn andere Farbdia abgeklebt haben, wenn sie die irgendwie was Schönes war, die verkleinert haben und, oder sowas. Gab es bei mir überhaupt nicht. Ich habe kein einziges Dia, das irgendwann irgendwo abgeklebt war. Das heißt, du hast eine Chance, du guckst durch den Sucher, du hast einen Schuss und das ist dein Bild. Ja, da wird nichts bearbeitet, da wird nichts, kein Ausschnitt. Von Anfang an anerzogen, das vorgegebene Format, in dem ich meine Gestaltung, meine Farbgebung machen konnte, voll auszunutzen, bis in die letzte Ecke. Und deswegen ist ab und zu auch, die Kameras waren ja vom Sucher zum Ergebnis, haben die ja manchmal leichte Differenzen gehabt. Ja, ja. 3% oder sonst irgendwas, die in der Regel, gerade bei Kodachrom, wieder über das Papprähmchen, in die die gerahmt wurden, wieder überdeckt waren. Mhm. Wenn jetzt Sachen von mir veröffentlicht wurden, dann wurden die ausgerahmt aus dem Papprähmchen und plötzlich kam das, was unter dem Papprähmchen verdeckt war, kam wieder raus und dann war das plötzlich mit auf dem Bild. Das ist mir also mehr als einmal passiert als solches. Ja, ja, ja. Das heißt aber deine Arbeitsweise, dass du wirklich, also dir, dass dein Bild wirklich in der Kamera entsteht und so wie es aus der Kamera kommt. Und ich habe auch, also ich weiß nicht, ob wir es sagen dürfen, aber du fotografierst JPEGs. Du machst keine RAW-Dateien, du fotografierst das Bild. Es langt mir, ich will ja keine 2x3 oder 4x5 Meter große Bilder machen. Dann müsste ich sowieso als Ausgangsmaterial eine größere Kamera auch haben. Mhm. Ich habe als Endziel eigentlich 50, 70 oder sowas in der Richtung, wenn ich denn überhaupt mal so große Sachen mache. Denn die Wirkung der Seriellen ist ja eben dadurch, dass eine Vielzahl von kleinen Bildern, die eine Geschichte erzählen. Ja. Dieses hier oder die Treppe, oder hier, das fand ich auch faszinierend. Die Treppengeschichte hier, als solches da. Ne? Genau. Das erzählt ja die Geschichte der Menschen, die da. In kleinen Einzelbildern erzählt das eine Geschichte. Oder ob ich in andere Abläufe, zum Beispiel hier in einer, hoppla, komm mal hier, ein Parkplatz, der wo sich leicht füllt, ein paar füllt und jemand fährt ab und jemand kommt an und so weiter. Mhm. Oder hier bin ich in einer Prozession mitgelaufen und die Fahne hat also dann geweht. Also ich habe natürlich mehr als 3 Bilder gemacht. In dem Fall habe ich mich dann nachher in der Gesamtpräsentation auf diese 3 Bilder beschränkt, mit einer kurze, kleine Geschichte, die man natürlich mit der Fantasie weiterführen kann. Und davor hat sich die Fahne auch bewegt und später bewegt sich die Fahne auch noch. Ist ja noch nicht begrenzt. Irgendwann ist auch dieser Parkplatz überfüllt und irgendwann ist er völlig leer, wenn alle nach Hause gefahren sind. Also alle diese Dinge sollen auch anregen, die Fantasie anregen, sich kleine Geschichten auszudenken, die auszuschmücken. So ein kleines Kopfkino in Gang zu setzen. Ja, Kopfkino in Gang zu setzen. Genau. Ein Vorteil dieser seriellen Fotografie ist, sie ist auch unheimlich schön zu präsentieren. In Form von so einem Tableau oder auch in einer Ausstellung. Ja. Also eine Serie ist immer als 10 heterogene Bilder, die eben zwar alle für sich gelungen sind, aber eben keinen Zusammenhang bilden. Mhm. Ja? Mhm. Das finde ich also auch. Gerade zum Beispiel bei dem Tableau hier ist wunderschön. Auch während des Erarbeitens, wenn man also die Grundlagen, die genügend Aufnahmen hat, man hat im Grunde, in der Regel ist es ja nicht so, dass viel besser ist, aber in dem Falle kann man schon sagen, wenn man etwas mehr als Basis hat an Material und damit spielen kann, und er dann nachher von der Menge etwas weglässt und dadurch das Ganze optisch verbessert. Ja, also ist
Durchaus im Bereich des Seriellen gilt ein Wort, das Quantität Qualität steigern kann. Ja, 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 ja. Er muss also mehr von einer Sorte haben, um gut spielen zu können als Solist. Oder aber, wenn man eher im Sequenzbereich gearbeitet hat, wie es hier der Fall ist, indem ich einfach verschiedene in meinen Selbstschatten in verschiedene Gebiete reinstecke als solches, dann habe ich eben eine kleinere Anzahl von Bildern, mit denen ich aber dann spielen kann. Ich kann sie untereinander legen, ich kann sie nebeneinander präsentieren. Jedes Mal ist die Wirkung etwas anders. Mhm. Das ist auch eine sehr interessante Sache, dass man dann durch Veränderung der Lage oder der Stellung von einer Menge der Bilder, Betonung des Zentrums, Betonung der Randbilder, was auch immer möglich ist bei da, dann doch teilweise sehr unterschiedliche Gesamtergebnisse bekommen kann, die eine andere Wirkung über die andere formale Verteilung, über die andere Farbquantitätsverteilung oder so etwas dann ihre Wirkung beziehen. Und ich glaube auch nicht, dass es nur sozusagen den Spaßfaktor vergrößert, verbessert für Amateure, die da reinfinden, sondern ich weiß auch, dass sehr viele Profis, gestandene Fotografen durchaus seriell arbeiten und an einem Thema wirklich über lange Zeit dranbleiben. Das ist natürlich auch kein Geheimnis und die tun das sicher auch genau aus den gleichen Beweggründen, eben, die du geschildert hast. Ja, ja, wie gesagt, es ist keine absolute Erfindung von mir oder es ist auch kein Gebiet, auf dem ich jetzt den absoluten oder einzigen Hoheitsanspruch erhebe. Es ist klar, dass jeder die Fotografie und auch die Basismittel der Fotografie, der Gestaltung und der Farbe in den verschiedensten Gebieten anwenden kann. Und was dann eben zählt, ist immer nur das Ergebnis. Und das Ergebnis muss sich dann natürlich immer an den besseren Ergebnissen, frei nach dem Wort, das Bessere ist des guten Feind. Genau. Wir haben also gerade hier in deinem Buch die Fotoserie. Ich meine, du hast vorhin gesagt, klar, jeder hat irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, weil es eben naheliegend ist und sich überall präsentiert, hat man angefangen, Fenster und Türen zu fotografieren. Oder auch ganze Häuser. Häuser zu fotografieren. Details an Häusern. Das ist ja, das ja. Ist, es ist offen, es ist unendlich. Es ist, ob es jetzt Veranda sind oder Türklinken, Klingel, Briefkästen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, dann gibt es natürlich wieder, allein Briefkästen ist ein ganz normales Thema, aber Briefkästen zum Beispiel in Venedig, die gucken einen alle an. Die haben alle irgendwie zwei Klingeln so angebracht und den Briefkastenschlitz, dass man meint, man sieht ein Gesicht. Mhm. Ja? Und das ist nicht nur einmal, das ist zigmal. Ich habe ein ganzes Tableau nur mit solchen Briefkastengesichtern. Es gibt eine ganze Reihe von völlig banalen Dingen, ob das jetzt irgendwelche Kehrbesen sind oder Plastikeimer, die also wunderbar sozusagen Sujets abgeben für so ein serielles Projekt. Ne? Ja, es kann, ich weiß noch, du hast auch mal Leute losgeschickt, dass sie eben einfach nur rot fotografieren oder gelb fotografieren oder bestimmte Farbkombinationen oder Kontraste. Also zum Beispiel, also vor allen Dingen Komplementärkontrast, rot-grün, weil man da am meisten findet, aber einfach nur blaue Bilder war auch schon Thema. Es gibt eine Anekdote, die möglicherweise, ja, vielleicht ist es auch eine Legende oder vielleicht ist es auch einfach Fake News. dass du zu Beginn der Vorlesungs- oder des Semesters irgendwie einen Preis ausgelobt hast oder einen Wettbewerb gestartet hast, wer hat die billigste Kamera am Start im Semester. Ne? Und dann haben alle ihr Zeug mitgebracht und waren irgendwie stolz, dass sie eine einfache Gerätschaft hatten. Und dann hast du deine Minolta mit dem Zoom-Objektiv von Vivitar oder irgend sowas auf den Tisch gelegt. Zur Anfangszeit habe ich kein Zoom gehabt. Zoom-Objektiv. Nein, nur Einzelobjektive. Okay, und hast dann so mit großer Regelmäßigkeit den Wettbewerb gewonnen für die einfachste. So war es. Also ich habe schon viele Studenten frustriert damit, dass sie sehr teure Geräte hatten und kannten dann meine, wir haben ja teilweise auch Ausflüge zusammen gemacht, habe auch Reisen mit Studenten zusammen gemacht und die haben mir gesagt, warum hat verflixt nochmal der Kerl die besseren Bilder als ich, wo ich doch die bessere Kamera habe. Mhm. Also es kommt, man kann auch mit einfacheren oder einfacheren Geräten
Man muss sehen können, das ist es. Ja? Wir waren eben drüben im Zwischenraumatelier und haben die Ausstellung, die Venedig-Ausstellung gesehen und haben standen da vor so einer Serie, auch wieder eine Serie von, wie hieß es, vorübergehend geschlossen. Also das waren Schaufenster und Geschäftsfassaden, die eben irgendwie zugeklebt oder Rollladen runter und so. Mhm. Wunderbare Aufnahmen, farblich ganz fein und die sahen zumindest aus dem Betrachtungsabstand, sahen die also absolut top und scharf aus, sogar bei näherem Hinschauen. Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, die sind mit dem iPhone fotografiert. Mit dem iPhone fotografiert, ja. Mit meiner Frau zusammen, wir haben ein gemeinsames Projekt da, wobei nachher das Übergewicht tatsächlich bei den iPhone-Bildern, ich hatte natürlich meine Next 6 auch noch dabei, mit der stärkeren Weitwinkel, 16 mm, da war man kann in Venedig nicht immer den größeren Abstand kriegen, weil die Kanten des Kanals immer ganz dicht dabei sind. Und wenn der Abstand fürs Handy nicht gelangt hat, dann habe ich eben die Sachen mit der Next 6 gemacht. Ja, aber das siehst du keinen Unterschied. Man sieht eigentlich von beiden, nun sind es 30x45 die Abstandgröße, aber ja, relativ klein. Aber ne? Was sozusagen den Punkt bestätigt, dass es, also wirklich, es kommt auf den Blick an, auf das Erfassen des Vernünftigen, also der Situation und weniger, und auf die Umsetzung natürlich, die Einschätzung von Licht und Gegebenheit vor Ort und weniger die Gerätschaft, die man. Also das Endziel von meinen Seminaren ist einmal natürlich das grundsätzliche Wissen über, wie wirken Punkte, Linien, Flächen alleine im Zusammenklang und so weiter. Und welche sind die Farbkontraste und wie kann ich die beherrschen oder wie kann ich danach suchen als solches. Aber das ist also die Basis, aber eigentlich das eigentliche Ziel, gestützt dann als Boden oder aufgesetzt auf dieses Basiswissen, ist eben die Sensibilisierung des Sehens. Es wird kann ich vielleicht auch so einen kleinen Werbeblock einschieben, aber es wird Ende August, Anfang September wird es diesen Kurs Sehen und Gestalten in 4 Tagen in Heidelberg geben. Ja. Und der weitestgehend ausgebucht ist, aber noch, glaube ich, 3 oder 4 Plätze hat. Und ich freue mich schon drauf. Ich habe die ersten 2 Kurse bei dir als Teilnehmer mitgemacht. Und freue mich jetzt sozusagen auf die neue Form. Und wir sehen uns dann im Ende August in Heidelberg. Ende August, ja. Vorher haben wir noch einen vollen Terminkalender. Von Ostsee bis Berlin. Aber es macht... Wir haben einen Grundsatz, meine liebe Frau und ich. Wir haben gesagt, solange es noch Spaß macht, solange kannst du es noch machen. Wenn es anfängt, zur Last zu werden und keinen Spaß mehr macht, dann... Wunderbar. Ne, das schönes Schlusswort. Ja. Okay, vielen Dank. Ja, ich danke auch.